Herzlich willkommen zu unserer Spirit-Webinar-Reihe. Heute Kapitel 4, mehr als nur 2D. In diesem Webinar zeigen wir Ihnen, wie Sie in einer 2D-Zeichnung Raumflächen ermitteln und diese über Auswert Plus zusammenstellen und ausgeben können. Sie erfahren, wie Sie die zusammengestellten Informationen zu Excel exportieren oder auf Grundlage der Daten Reporter erzeugen und ausgeben können. Voraussetzung für die Verwendung der Architekturräume ist das Vorhandensein von Ebenen. Wir verwenden hierzu den Grundriss aus Kapitel 3 unserer Webinarreihe und öffnen zunächst den andruckbaren Dialog Folien. Wir wählen hier das Layout Ebenen verwalten Standard. Selektieren jetzt mit gedrückter Umschalttaste die Folien, die zu unserer Ebene gehören sollen. Halten die Umschalttaste gedrückt und klicken in die Zelle Ebene, um diese Ebene in EG umzubenennen. Im nächsten Schritt können wir die Höhe der Ebene festlegen. Wir behalten die Markierung bei. Klicken mit gedrückter Umschalttaste in die Zelle Höhe und geben hier die Geschosshöhe von 2,25 Meter ein. Dies entspricht der lichten Rohbaugeschosshöhe. Um in einem späteren Zeitpunkt neue Ebenen mit identischer Folienstruktur leicht anlegen zu können, kann diese Folienzusammenstellung als Ebene exportiert werden. Die entsprechende Funktion findet sich im andruckbaren Dialog Folien. Wir öffnen diesen Dialog und speichern diese Folienzusammenstellung unter dem Namen Webinar ab. Der Name kann selbstverständlich frei gewählt werden. Nun wollen wir weitere Ebenen hinzufügen. Hierfür öffnen wir den andruckbaren Dialog Ebenen. Zunächst öffnen wir den Knoten für die aktuelle Ebene EG. Hier können wir die Deckendicke anpassen. Dies ist für das aktuelle Webinar noch nicht von Relevanz, wird sich aber für die späteren Webinare als wichtig erweisen. Es erscheint ein kurzer Dialog, mit dem wir die gewünschten Parameter anpassen können. Dies bestätigen wir mit OK. Und jetzt können wir weitere Ebenen hinzufügen. Nun wollen wir zwei weitere Ebenen hinzufügen. Hierzu klicken wir auf das entsprechende Icon, neue Ebene anlegen. Wir wählen den Folienstapel Webinar aus. Wir wählen als Ebenenkürzel die Bezeichnung OG. Und Sie sehen, dass auf Grundlage des bereits vorhandenen Erdgeschosses die Parameter vom System übernommen werden. Spirit geht hier davon aus, dass wir eine weitere Ebene mit gleicher Lichterhöhe anlegen wollen und berechnet die entsprechenden Werte. Dasselbe führen wir noch einmal durch für das Dachgeschoss. Im andruckbaren Dialog Ebenen erhalten Sie eine schnelle erste Übersicht über die vertikale Entwicklung des Gebäudes. Hierbei werden die vorhandenen Rohbaumaße angezeigt. Diese können hier auch zu einem späteren Zeitpunkt an einer zentralen Stelle geändert werden. Außerdem ist es möglich, an dieser Stelle die jeweilige
Ebene mit einem Doppelklick aktiv zu schalten. Damit wir später schnell zwischen den einzelnen Geschossen bzw. Ebenen wechseln können, legen wir Pläne an. Wir wechseln hierzu in den andockbaren Dialog Folien, wählen das Layout Folien verwalten Standard und selektieren nur die Folien der Ebene EG. Schalten diese sichtbar. Wechseln in den Dialog Pläne und legen hier einen neuen Plan mit der Bezeichnung EG an. Dasselbe wiederholen wir für die Folien der Ebene OG. Und für die Folien der Ebene DG. Um jetzt die Grundrisse für das Obergeschoss und das Dachgeschoss zu ergänzen, können wir wie in Teil 3 unserer Webinarreihe die Grundrisse komplett neu zeichnen. Wir können aber auch zunächst die bereits vorhandenen Informationen über den Befehl Kopieren auf die neu angelegten Ebenen übertragen. Hierzu wechseln wir in den Plan EG, rufen dann über 2D bearbeiten die Funktion Kopieren auf und wählen hier die Funktion zu Ebene. Jetzt werden wir aufgefordert, die Zielebene zu bestimmen. Wir wählen zunächst das Obergeschoss, wählen als Auswahloption Bereich, klicken einmal in die Zeichenfläche und können nun mit dem Befehl F8 alle sichtbaren Elemente auf die Zielebene OG kopieren. Wir wählen zunächst über Neue Ebene noch das Dachgeschoss und klicken ebenfalls einmal in die Zeichenfläche, um mit dem Befehl F8 alles auf die Ebene Dachgeschoss zu kopieren. Mit einem Wechsel in den Folienmanager sehen wir, dass die Elemente durch den Befehl Kopieren zu Ebene auf die jeweilige Folie der jeweiligen Ebene kopiert werden. Jetzt können wir damit beginnen, die jeweiligen Grundrisse von Obergeschoss und Dachgeschoss anzupassen. Wir beginnen damit, den Plan für das Obergeschoss zu öffnen und ändern zunächst den Text für das Erdgeschoss. Wechseln dann über die Pläne auf das Dachgeschoss und nehmen auch hier die entsprechende Änderung vor. Und können jetzt damit weitermachen, den jeweiligen Grundriss anzupassen, indem wir nicht benötigte Elemente zum Beispiel löschen oder indem wir Folien, die aktuell nicht bearbeitet werden sollen, einfach ausblenden, um die Bearbeitung etwas zu vereinfachen.
Das Ergebnis dieser Änderungen haben wir bereits vorbereitet. Und nun haben wir einen Entwurf für das Erdgeschoss, das Obergeschoss und das Dachgeschoss. Nun wollen wir in unserem kleinen Entwurf die Raumflächen erfassen. Wir möchten mit dem Erdgeschoss beginnen, also aktivieren wir zunächst den Plan EG, wechseln in den Andopan-Dialog Folien und aktivieren nur die Folie Wände. Wir wechseln noch in die Standardansicht, um präziser und genauer arbeiten zu können. Und können jetzt das Menü Architektur und dort den Unterpunkt Raum aufrufen. Zunächst wollen wir den zu verwendenden Raumstempel auswählen. Wir wollen den Raumstempel Bauantrag verwenden. Sie sehen, es gibt auch eine große Auswahl an weiteren Raumstempeln. Auf diese wollen wir an dieser Stelle aber noch nicht eingehen. Mit Öffnen bestätigen wir diesen Raumstempel. Dieser Raumstempel wird jetzt so lange für neu erzeugte Räume verwendet, bis Sie einen neuen Raumstempel auswählen. Nun nehmen wir noch einige Einstellungen für den Ausbau unseres Gebäudes vor. Im Ausbau lassen sich sowohl einzelne oder mehrere Bauabschnitte definieren, als auch einzelne oder mehrere Wohneinheiten. In unserem Fall selektieren wir den Eintrag Bauabschnitt. Sie erkennen an den Sternchen in der Bezeichnung, dass es sich hier um Voreinstellungen handelt. Diese lassen sich allerdings leicht umbenennen. Wir wählen hier als Bezeichnung Block 1 und als Wohneinheit wählen wir in unserem Fall den Eintrag Haus 1. Sie sehen, dass Sie auch hier an dieser Stelle mehrere Wohneinheiten definieren können. Wir bestätigen diese Eingaben mit OK. Die jetzt getroffenen Werte und Einstellungen tauchen hier oben in der Kontextleiste auf. Sollten weitere Einträge vorhanden sein, lassen sich diese hier in einem entsprechenden Pulldown-Menü auswählen. Sie sehen ebenfalls, dass hier die Möglichkeit besteht, die jeweilige Ebene auszuwählen. Auf diesem Wege könnten zwischen verschiedenen Ebenen gewechselt werden. Die hier vorgenommenen Einstellungen werden für alle neu angelegten Räume zugewiesen. Erst wenn Sie in diesem Bereich Änderungen vornehmen, werden diese für neu angelegte Räume verwendet. Selbstverständlich ist es auch möglich, bereits angelegte Räume später einem neuen Bauabschnitt, einer neuen Ebene oder einer neuen Wohneinheit zugewiesen werden. Jetzt können wir damit beginnen, die Räume zu erfassen. Hierfür wechseln wir in den andruckbaren Dialog Explorer. Wir finden die verschiedenen vordefinierten Raumdateien im Knoten Räume. Diese sind bereits exemplarisch nach Zuordnungen NUF, TF, VF bzw. für den Wohnungsbau vorsortiert. Und wir können hier eine entsprechend passende Vorlage wählen, können diese mit gedrückter Maustaste in die Zeichenfläche ziehen und können jetzt beginnen,
eine Raumkontur zu ermitteln. Zur Auswahl stehen hierfür einige Optionen. Unter anderem finden Sie die Option Folge Wand. Diese setzt allerdings voraus, dass Architekturwände verwendet wurden, um die Grundrisse zu zeichnen. Die Option Folge Element würde auch ein Ergebnis liefern. Allerdings berücksichtigt Folge Element auch Konturbegrenzungen wie zum Beispiel die Türen und auch die gezeichneten Türaufschläge, würde also keine korrekte Fläche für uns liefern. Daher wählen wir die Option freie Definition und können hier die Konturen selbst frei ermitteln. Wir können entweder die Option Rechteck wählen, um wie jetzt hier das kleine Gäste-WC über die Diagonale abzusetzen. Sobald die Kontur geschlossen ist, wird der Raumstempel als Vorschau eingeblendet. Die Größe des Raumstempels können wir bereits jetzt beim Absetzen über die Option Maßstab Minus bzw. Maßstab Plus in der Größe ändern und können den Raumstempel platzieren. Sollten wir keine rechteckige Grundfläche, wie zum Beispiel hier bei der Diele vorfinden, können wir die Option Rechteck deaktivieren und können die einzelnen Punkte des Raumes abklicken. Mit der rechten Maustaste beenden wir die Eingabe der Kontur. Sie sehen, der eingestellte Maßstab für den Raumstempel bleibt ebenfalls erhalten, bis Sie eine weitere Anpassung hier vornehmen. Es besteht auch die Möglichkeit, im andockbaren Dialog Explorer den jeweiligen Knoten in der Baumstruktur zu öffnen. Auf diese Weise finden wir die Einträge gegebenenfalls etwas schneller, ziehen diese immer mit gedrückter Maustaste in die Zeichenfläche, wählen freie Definition und können weitere Flächen anlegen. Auf diese Weise können wir nach und nach die einzelnen Raumkonturen nachfahren. Und können so die Raumflächen anhand der Kontur definieren. Sollte wie hier einmal ein Punkt nicht korrekt getroffen werden, stehen die Funktionen rückwärts zur Verfügung und ich kann den zuletzt gewählten Punkt neu setzen.
und kann auf diese Methode nach und nach sämtliche Raumflächen meines Entwurfs, meines Grundrisses nachzeichnen. Der Raumstempel liefert hierbei die jeweils in dem Raumstempel definierten Informationen. In diesem Fall handelt es sich um die Grundfläche und die Wohnfläche. In dieser Zeichnung ist aktuell voreingestellt, dass diese Berechnung sich auf drei Nachkommastellen bezieht. Es besteht jederzeit die Möglichkeit, diese Darstellung zu ändern. Wir beenden zunächst die Eingabe. Wechseln dann in die Optionen. Dort finden sich unter dem Punkt Zeichnungseinstellungen Einstellungsmöglichkeiten für die Anzahl der Nachkommastellen. Diese lassen sich auf 2 korrigieren. Es kommt ein entsprechender Hinweis, dass diese Änderungen erst wirksam wären, nachdem die Zeichnung geschlossen und wieder geöffnet wurde. Wir können die Zeichnung aber auch einfach reorganisieren. Dies führt zu demselben Ergebnis, sodass nach dem Reorganisieren der Zeichnung die entsprechenden Werte im Raumstempel auf 2 Stellen hinter dem Komma angepasst werden. Wir wiederholen diese Vorgehensweise für das Obergeschoss und das Dachgeschoss und werfen jetzt einen genaueren Blick auf die so erzeugten Räume. Räume in Spirit bestehen nicht nur aus dem sichtbaren Raumstempel, sondern darüber hinaus jeweils aus einer Raumbruttolinie und einer entsprechend der vorgegebenen Putzdicke versetzten Raumnettolinie. Es kann vorkommen, dass diese Raumnettolinie bzw. die Putzstärke an einzelnen Seiten angepasst werden muss. Dies ist aber problemlos möglich. Wir wechseln hierzu ins Menü Raum, in den Punkt Bearbeiten und können dort den Nettoraum anpassen. Wir können die neue Putzdicke einstellen, zum Beispiel auf 0. Um in diesem Fall die nicht vorhandene Grenzwand zwischen dem Wohnbereich und dem Treppenraum auf 0 zu setzen. Dies ist aber auch umgekehrt möglich. Wir können zum Beispiel auch in diesem Treppenraum, der sich im Wohnraum befindet, eine Putzstärke von 0,15 nachträglich auftragen. Ebenfalls ist es möglich, weitere Eigenschaften des Raumes zu bearbeiten. Hierzu können wir mit dem Befehl Ident bzw. über die Kurzwegtaste Shift I und dem Klick auf einen Raumstempel die jeweiligen Eigenschaften des Elementes Raumbrutto und somit des Raumes prüfen und auch anpassen. In diesem Fall können wir zum Beispiel die Bezeichnung Wohnen als Raumname ändern in die Bezeichnung Studio. Diese Änderungen werden entsprechend übernommen. Es ist auch möglich, an dieser Stelle weitere Eigenschaften zu hinterlegen, wie zum Beispiel Aussagen über den Deckenbelag, den Wandbelag, den Bodenbelag oder das Vorhandensein von Fußleisten zu hinterlegen. Hierbei handelt es sich um reine Textfelder. Diese Informationen können mit einem entsprechend angepassten Raumstempel ebenfalls in der Zeichenfläche angezeigt werden. Wechseln wir jetzt zum Beispiel noch über den Folienmanager in die Ebene OG, können wir hier ähnliche Anpassungen vornehmen.
Aus dem Raum Kind wird Kind 1 zur besseren Verdeutlichung. Aus dem Raum hier unten wird ebenfalls ein Kinderzimmer, Kind 2 und aus dem Arbeiten wird ein Büro. Ebenfalls können wir auch hier die Anpassungen für die Putzdicke im Treppenraum vornehmen. Und können das abschließend noch für die Räume im Erdgeschoss durchführen, wenn zum Beispiel Garderobe und Diele aufeinandertreffen, die Küche auf das Esszimmer, das Esszimmer auf den Wohnbereich oder auch hier das Esszimmer auf die Treppe. Auch hier abschließend den Treppenbereich noch mit einer Putzschicht versehen. Damit die Raumstempel auch im Ausdruck sichtbar sind, nehmen wir nun noch einige Anpassungen an den Plänen vor. Wir aktivieren zunächst den Plan EG, schalten dann die zugehörige Folie EG Raum sichtbar, können jetzt über das Raummenü die Raumkonturen und die Nettoraumkonturen ausblenden und können abschließend die Position der Raumstempel anpassen, sodass diese deutlich lesbar sind. Dies wiederholen wir nun noch für das Obergeschoss und das Dachgeschoss. Nun werfen wir einen Blick in den andruckbaren Dialog Auswert Plus und betrachten uns, wie die aufgemessenen Räume hier dargestellt werden. Wir öffnen den andruckbaren Dialog Auswert Plus. Sollte dieser noch nicht geöffnet sein, kann dieser über Auswertung, Auswertung, Kosten aktiviert werden. In dem Knoten für die Zeichnung finden wir den Unterknoten Ausbau. Dort finden wir den Block 1, die von uns so definierte Bauabschnitt. Wir finden die dort angelegt Ebenen, Dachgeschoss, Erdgeschoss und Obergeschoss sowie die hier vorhandenen Räume. Die hier vorhandenen Räume können auch über die Funktion Elemente in Zeichnung zurückverfolgen, in der Zeichnung gehighlightet werden, wenn wir zum Beispiel prüfen wollen, wo sich das Elternschlafzimmer im Dachgeschoss befindet, können wir dieses einfach in der Baumstruktur auswählen. Wählen wir einen gesamten Knoten, werden auch alle Elemente dieses Knoten gehighlightet. Ebenso ist es möglich, im unteren Bereich Anpassungen vorzunehmen. Zum Beispiel können hier einige Eigenschaften der Räume verändert werden. Hier können zum Beispiel Informationen zum Raumnamen geändert werden. Es kann eine Raumnummer hinterlegt werden
Und es finden sich hier schon Informationen zu einigen Flächen und Voluminas des ausgewählten Raumes. Es können hier auch Änderungen an der Ebene vorgenommen werden. Zum Beispiel können hier die Langnamen der Ebenen angepasst werden. Im Feld DIN 277 finden sich die entsprechenden Aufgliederungen der einzelnen Räume. Hierzu ist es in der Regel notwendig, einmal auf die entsprechende Schaltfläche zu klicken, um die Flächengliederung nach DIN 277 zu aktualisieren. Hierbei werden immer alle Räume des jeweils ausgewählten Knoten berücksichtigt. In der aktualisierbaren Übersicht können sämtliche Informationen des Raumes aufgelistet werden. Hierbei besteht die Möglichkeit, Spalten ein- und auszublenden. Hierzu klicken wir auf das kleine Icon am Beginn der Überschriften der einzelnen Spalten und können hier jetzt einzelne nicht benötigte oder nicht gewünschte Informationen ausblenden, um diese Tabelle etwas übersichtlicher zu gestalten. Diese Übersicht kann auch gespeichert werden. Hierzu gibt es ein Icon zum Speichern der Übersicht. Ich kann aber auch diese Übersicht unter einem neuen Namen speichern. Und auf diese jederzeit zu einem späteren Zeitpunkt oder auch in einem anderen Projekt zugreifen. Die unter aktualisierbarer Übersicht angezeigten Informationen lassen sich auch in dieser Form als Tabelle zu Excel exportieren. Um diese an einer anderen Stelle dann entsprechend weiter zu verwenden. Es ist zum Beispiel auch möglich, innerhalb dieser aktualisierbaren Übersicht die Informationen zu gruppieren. Ich kann zum Beispiel mit gedrückter linker Maustaste eine Spaltenüberschrift in das Feld Tabellenfeld hier drauf ziehen, um danach zu gruppieren, ziehen, es dort fallen lassen und habe dann eine Sortierung nach Ebene. Auch diese Darstellung würde bei einem Export nach Excel dort übergeben. Der Report Service in Spirit bietet eine weitere Möglichkeit, die vorhandenen Raumflächen auszugeben. Über den andruckbaren Dialog Auswert Plus kann die Reportauswahl gestartet werden. In der Reportauswahl stehen verschiedene Vorlagen für die Reporter zur Verfügung. Wenn Sie eine passende Vorlage für die Ausgabe gefunden haben, können Sie den Report entweder direkt drucken oder über Speichern unter auch speichern.
und diese PDF dann öffnen, prüfen, weitergeben oder einen anderen Report wählen, um diesen dann als Vorlage zu nutzen. Damit sind wir auch am Ende dieses Webinars angekommen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und verabschiede mich bis zum nächsten Webinar.